Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Ja, vor einigen Monaten hat sich Ferro47 komplett von der, ja, Social-Media-Welt verabschiedet und hat wirklich kaum mehr was gepostet. Seinen Instagram-Account hatte er offline gestellt, somit konnte ihn auch wirklich gar keiner mehr markieren oder sonstiges. Also man konnte ihn wirklich gar nicht mehr finden. So, einige Monate sind vergangen. Es gab natürlich viele Releases, viele neue Tracks kamen jetzt raus in den letzten Wochen. Und vielleicht habt ihr dieses Instagram-Video von ihm nicht mehr gesehen, als er sich darüber geäußert hatte, wo er die ganzen Monate war, warum er diese Pause sich genommen hatte, Freunde. Also ihr könnt euch das jetzt hier nochmal reinziehen, Freunde. Ich weiß, es ist nicht aktuell, aber für die, die es nicht mitbekommen haben, hier das kurze Video. Ich danke euch schon mal fürs Einschalten und grüße jeden zurück, der mich supportet. Peace and out! Wo warst du so lange? Eine Frage, die bestimmt vielen ein Fragezeichen bleibt. Wo war ich so lange? Wo habe ich mich aufgetrieben? Was habe ich die ganze Zeit gemacht in der Zwischenzeit? Wie? Was? Alles Fragezeichen, auf jeden Fall. 6-7 Monate war ich nur unterwegs. 6-7 Monate war ich nur am Arbeiten. Ich musste mich ein bisschen selber finden, versteht ihr? Ich habe viel gesessen an der Arbeit, natürlich auch viel nebenbei. Ich habe ja auch noch viele private Sachen. Auch was geschäftlich angeht, das ist ja nicht nur die Musik. Wir machen auch nebenbei andere Projekte, haben wir nebenbei am Laufen. Wobei ihr auch, beziehungsweise da kriegt ihr in den nächsten Monaten bestimmt auch was von mit. Viel am Arbeiten gewesen. Auch ein bisschen den Kopf frei gemacht. Wobei viele dachten, ich sei irgendwo Urlaub hier, Urlaub da. Und Leute denken, das sieht nach Urlaub aus, aber es ist nicht immer Urlaub. Es ist nicht immer Urlaub, es ist nicht immer wie es aussieht. Genau, es ist nicht immer wie es aussieht, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Und ich kann es nicht jedem recht machen. Wenn ich dem jedem erkläre, ey, ich war hier, da und dies und das, dann kann ich noch bis übermorgen weitermachen, dann kann ich noch 2-3 Wochen weitermachen. Deswegen, ich war sehr viel unterwegs, ich habe an mir selber gearbeitet, ich habe meinen Sport durchgezogen, ich habe meinen Kopf freigekriegt, meinen Kopf zum Arbeiten gebracht. Ich habe auch einiges von mir losgelassen, was wirklich eine Last für mich war. Das war eine Last, die ich auf den Schultern getragen habe, jeden Tag. Und mit jedem Tag bin ich immer weiter runter, runter. Und das tat mir nicht gut. Deswegen bräuchte ich einfach eine Pause, weg von Social Media, raus aus Social Media. Einfach mal das Handy in der Tasche lassen, wenn du gerade schöne Momente hast. Good Vibes, Good Feelings, Good Music. Wisst ihr, was ich meine? So, du bist irgendwo, du siehst was Krasses, du holst direkt das Handy raus. Lass das Handy mal einmal drin, muss nicht sein. Muss nicht sein, versteht ihr? So halt. Ich habe viel an mir selber gearbeitet auf jeden Fall und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin zufrieden mit mir. Jetzt wird nur noch bam, 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 bam. Jetzt wird nur noch geballert. Jetzt wird nur noch hier gedroppt. Eine Frage, die ich auch sehr oft lese und ich mache das jetzt, guck mal, ich sage das einmal und ich will da auch nicht wirklich die ganze Zeit dranhaken und mich die ganze Zeit dazu äußern müssen und jedem jetzt noch einmal zu erklären. Deswegen sage ich das jetzt noch einmal. Und zwar, der Ferro ist Ferro. Es gibt keinen alten Ferro, es gibt keinen neuen Ferro. Versteht ihr? Ferro ist Ferro. Du kannst keine Mandarine nehmen und aus dieser Mandarine einen Apfel machen. Das geht nicht. Die Mandarine ist eine Mandarine. Verstehst du? Und manchmal schmeckt die vielleicht bitter, manchmal schmeckt die auch süß. Also, aber es ist trotzdem eine Mandarine. Versteht ihr? Ich habe jetzt mich mit einer Mandarine verglichen, was gar nicht dazu passt eigentlich. Aber im Endeffekt, so kann man es sich vorstellen. Der Ferro ist immer noch Ferro. Guck mal, ich mache Musik, ich bin Künstler. Ich kann auch rappen, aber ich will nicht das Wort sagen, so, ich will nicht sagen, ich mache jetzt nur Straßenrap und ich mache nur Gangsterrap und ich mache nur hier, da, da. Ich komme aus, ihr wisst aus was für Verhältnissen ich komme. Ich komme jetzt nicht aus krassen Verhältnissen. Ich habe auch den Armut gesehen, wie ich auch hier Reichtum gesehen habe. Aber dennoch sage ich so, ich bin ein Künstler. Ich bin vielfältig. Also ich mach Musik. Hauptsache es vibet. Ich bin kreativ, ich will vieles mehr sehen. Ich will mehr sehen, um darüber mehr zu singen, rappen, all das, versteht ihr? Ich hab gerade ein Album gedroppt. Was ist ein Album? Was ist ein Album, während Rapper in 4 Jahren 10 Alben droppen?
Versteht ihr? Was ist dann ein Album? Und dann kommt mir bitte nicht mit, wir wollen den alten Ferro. Wir wollen wieder Ja Ja. Da ist Ja Ja. Ja Ja ist Gold. Ich küsse eure Herzen. Ich feiere das. Ja Ja feiert ihr auch. Aber der Ferro geht doch auch weiter. Der Ferro bleibt doch nicht an einem Punkt kleben, während andere weitergehen. Das geht doch nicht. Das macht doch keinen Sinn. Versteht ihr? Ich will mich doch entwickeln. Ich will doch noch größer werden. Ich will doch. Und das geht nicht, wenn ich an einem Punkt stehen bleibe und sage, ich mache jetzt nur diese Schiene. Nein. Nein. Dann zeig mir einen, der die ganze Zeit gleich rappt und ihr Superstar wird. Versteht ihr? Das klappt nicht so einfach. Aber ja, wie gesagt, der Ferro ist immer noch Ferro. Der Ferro ist einfach nur kreativ. Der Ferro hat einfach nur Bock auf neue Musik. Der Ferro hat einfach nur Bock auf vieles mehr. So, versteht ihr? Und dann lasse ich mir nicht das kaputt machen von dem einen und anderen, wie ich von Beginn an auf mich selbst gehört habe und selbst entschieden habe und gesagt habe, ey, ich ziehe das durch, egal was die anderen sagen. Genau so mache ich es auch heute. Ich ziehe es durch, egal was andere sagen. Weil irgendwann mit einem Song hört dich wieder jeder. Versteht ihr? Es ist nicht ein Album. Ein Song reicht und dann hört dich wieder jeder.